So, ihr Lieben, heute geht es mal wieder um den Petsyball und wir werden heute knien auf dem Petsyball und zwar aufrecht. So, ich habe das eben alles schon mal gefilmt, über 20 Minuten lang. Da hatte ich aber irgendwie mein Mikro nicht an. Ein Traum. Deswegen jetzt nochmal. So, du brauchst dein dein Balance-Pad. Als Vorübungs-Device quasi. So, also, Balancepad brauchst du, dein Petsyball brauchst du. Der sollte nicht zu sehr aufgepustet sein, sondern ruhig so ein bisschen fluffig, dann ist es einfacher. Die Vorübung ist, du brauchst keine großartige Aufwärmung. Die Vorübung ist, du kniest auf dem Balancepad. Stell dir einmal vor, das wäre dein Petsyball. Da kniest du so drauf und dann wanderst du mit den Händen näher ran an die Knie und dann richtest du dich auf. Das werden wir später dann irgendwann können auf dem Petsyball, also auch mit ohne Füße hinten. Ja? Wenn das noch zu schwer für dich ist und sehr anstrengend, dann versuch es gar nicht erst auf dem Petsyball, noch nicht heute, später dann vielleicht. Ja? Weil es wird nicht funktionieren sonst. Und dann bist du nur frustriert. Zwischendurch nochmal die Knie ein bisschen ausschütteln. Also noch einmal hier auf dem Balancepad. Wir knien auf dem Balancepad. Bauchnabel ist innen oben. Die Füße sind weg vom Boden. Und wir wandern mit den Händen näher ran an die Knie. Und dann richten wir uns langsam auf. So, und ich hätte gerne, dass du dann auch in dieser Endposition landest, wo deine Hüfte hier gestreckt ist, wo hier kein Knick mehr ist. Also Popo anspannen, Hüfte nach vorne schieben, Bauchnabel rein, Brust hoch. Ne, das ist unsere Endposition. Nicht sowas. Das hier. Und dann arbeiten nämlich sämtliche Muskeln richtig schön. Okay? Also, wenn das schon für dich geht, kannst du das Balancepad wieder zur Seite legen und dir den Ball nehmen und wir gehen eine Stufe weiter. Okay, du brauchst deinen Gymnastikball und du brauchst deine super tolle Sprossenwand. Gut, die hast du wahrscheinlich nicht. Dann brauchst du eine Tür. Geschlossen, am besten zugeschlossen, damit keiner dich stören kann und plötzlich reinkommen kann. Und da hältst du dich dann gleich an dem Türgriff fest. Ja? Und zwar muss die Tür wirklich am besten abgeschlossen sein, damit du, falls du plötzlich den Türgriff runterdrückst, die nicht aufgeht und du dann hinfällst. Genau, also stell dir vor oder geh schon mal an die Tür oder an eine Wand, wo du dich wirklich gut festhalten kannst. Dann brauchst du deinen Ball. Du hältst dich fest, der Ball ist bitte nicht hier an der Wand dran, sondern mindestens 10 cm weg von der Wand, weil sonst ist es auch zu einfach. Und dann kniest du dich auf den Ball drauf. Na? So. Und richtest dich von hier aus auf. Du kannst da hinten deine Füße noch am Ball so ein bisschen festkrallen. Und du achtest darauf, dass deine Knie ungefähr hüftknochenweit nur auseinander sind. Und du richtest dich langsam auf. Hallo Mira, wir turnen ein bisschen. Genau. Und versuchst hier genauso zu knien wie eben auf dem Balancepad. Also schön aufrecht, Popo anspannen. Bauchnabel rein und hier einfach erstmal reinfühlen. Das sieht bei dir vielleicht nicht ganz so entspannt aus wie jetzt bei mir, aber ich mache das auch schon seit, ich weiß gar nicht mehr wann. Das letzte Mal von null angefangen habe ich vor 19 Jahren, nicht ganz 19 Jahren, 3 Monate nach der Geburt meines zweiten Sohnes. So, und wenn das geht, mit einer Hand festhalten, dann versuchst du es auch mal andersrum. Also, dass die andere Hand deine stabilisierende Hand ist. So, halt dich fest. Komm langsam und vorsichtig erstmal auf den Ball. Wenn es zittert und wackelt wie bescheuert, das soll so. Das geht irgendwann weg.
Wenn du hier drauf kniest, versuchst du dich langsam aufzurichten. Und versuch dieses Aufrichten wirklich schon mal hinzubekommen aus den Beinen heraus. Nicht so sehr festkrallen an dem Griff, an der Wand, an der Türklinke. Genau. Und das übst du erstmal. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Du kannst es auch so rumüben, ne, mit Blick zu der Tür oder zu der Wand und dich entweder an der Wand festhalten. Das ist aber schwieriger. Nee, das bringt nichts. Also Wand ist nicht schön. Man braucht wirklich einen Griff. Also Türgriff oder Treppengeländer, wenn du so eine Galerie hast oder irgendwas, wo du dich gut dran festhalten kannst. So, kannst du auch mit beiden Händen machen und dich dann versuchen aufzurichten. Einfach nur, dass du erstmal das Gefühl bekommst dafür. Und wenn das noch zittert, wie bescheuert, das zittert dann hier innen, das zittert vorne, das zittert hinten, das zittert im Bauch meistens und es ist noch anstrengend für den Arm, dann bleib erstmal bei der Übung und üb das jeden Tag. Es muss gar nicht lang sein, einfach nur jeden Tag ein bisschen, so ein paar Minuten, das reicht völlig aus. Und dann wirst du merken, dass es von Tag zu Tag besser wird. Jede Nacht, die du darüber schläfst, bilden sich in deinem Gehirn neue Verbindungen und das nächste Mal weiß dein Gehirn sofort, zack, welchen Muskel es aktivieren muss, damit es nicht mehr ganz so dolle wackelt und zittert und anstrengend ist. Und wenn du das da an der Tür richtig gut und sicher kannst, dann kannst du zum nächsten Level gehen. Und das nächste Level ist, du kniest dich hier auf deinen Ball. So, ich gehe da jetzt schon relativ schnell drauf, ne? Und das machen wir jetzt auch so schnell, weil du ja das auch schon gewohnt bist, weil du ja fortgeschritten bist. So, du kannst hier sicher drauf knien, kannst alles Mögliche da drauf machen. Jetzt wanderst du mit deinen Händen näher ran an die Knie. Schiebst so die Knie so ein bisschen nach vorne und damit den Ball ja auch ein bisschen nach vorne. Und dann richtest du dich langsam auf. Ziel ist es, wieder in diese ganz aufrechte Position zu kommen, die wir vorhin auf dem Balancepad geübt haben. Und ich falle runter. Zack. Wie gesagt, ich mache das seit Jahrzehnten und wackele trotzdem. Okay? Also verlang nicht von dir, dass du das auf einmal kannst. Langsam da drauf. Wenn es einmal Klick gemacht hat, dann kannst du es nicht mehr verlernen. Es ist wie Fahrradfahren. Dann ist es nur mehr oder weniger anstrengend, je nachdem, wie oft du das übst. So. Okay. Richtig schön aufrichten, Popo anspannen und dann arbeitet alles. Innenschenkel, Oberschenkel, Po, Bauch, unterer Rücken, ne? Hier die Rhomboideen. Alles arbeitet. Puls geht hoch, weil alles arbeitet. Und vielleicht magst du dich hinten noch festkrallen mit den Füßen. Später kannst du die Füße da auch entspannt lassen. Irgendwann kann man da obendrauf auch sehr entspannt knien, also ohne Po anzuspannen und ohne, dass es ganz furchtbar anstrengend ist. Aber das dauert. Langsam wieder runter. Ich zeige es noch einmal von der anderen Seite. Und es kann sein, dass du hier auf halbem Wege hängen bleibst. Das heißt, du kommst zwar mit den Händen hier an die Knie ran. Du kannst vielleicht auch eine Hand lösen, aber dann ist aus. Macht ja nichts. Besser als nichts. Dann bleibst du halt hier eine Weile. Dann lässt du den Po da hinten unten. Na und? Und wenn du es das nächste Mal probierst, merkst du vielleicht, huch, ich fühle mich hier so sicher, Nanu. Und dann richtest du dich vielleicht auf. Dein Körper sagt dir schon, wenn er bereit ist. Und er sagt dir auch, wenn er noch nicht bereit ist. Und dann kannst du zwar noch mal ein bisschen nachfragen, ob er es nicht doch versuchen möchte, aber wenn er dann immer noch sagt, nee, ich will nicht, dann lass ihn.
Manchmal muss man dann nur ein, zwei Nächte drüber schlafen und dann geht es das nächste Mal. Okay? Macht einen schönen knackigen Popo. Noch einmal von hinten. Also, ich bin hier drauf. Ich knie mich drauf auf den Ball. Ich gehe mit den Händen nah ran an die Knie. Und dann richte ich mich auf. Man kann sich hier hinten festkrallen, muss man aber nicht. Und man kann hier oben absichtlich wackeln hin und her später oder man wackelt einfach von alleine. Und das Wackeln ist gut. Da arbeiten ganz viele Muskeln miteinander. Sehr schön. Okay. Probier das mal aus, ob das für dich funktioniert. Wenn es funktioniert, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Es gibt Leute, die können eher dieses Knien. Die können das, bevor sie das Bein nach hinten ausstrecken können, ne, das, was wir in dem anderen Video gemacht haben. Und es gibt Leute, bei denen ist das genau umgekehrt. Also probier es einfach aus. Okay? Und lass mir gerne ein Like da und lass mir gerne mal einen Kommentar da, ob das für dich hilfreich war. Und ob du das schon schaffst oder wenn nicht, ob du es dir vornimmst zu üben. Und und auch wenn du es dann geschafft hast, würde mich sehr freuen, dann davon zu hören. Und wenn du magst, zeige ich dir auch irgendwann mal, wie man auf dem Ball stehen kann. Weil auch das ist möglich. Es ist alles möglich auf dem Ball, was man auch auf dem ganz normalen Boden machen kann. Es ist nur deutlich, deutlich anstrengender. Gut, dann freue ich mich, dass du bis hierhin durchgeschaut hast. Und wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss.